Ich bin froh, dass Herr Elrond mit mir einer Meinung ist, denn sein Rat liegt mir sehr am Herzen. Es stimmt, dass ich in meiner Jugend nach Annuminas gegangen bin, der Stadt meiner Väter. Selbst damals war sie bereits seit langem verlassen, aber einst war sie das glänzende Juwel meines Volkes gewesen, und ich wollte sie mit meinen eigenen Augen sehen. Außerdem dachte ich, dass ich vielleicht den Silifa in Annuminas finden würde, den einzigen an diesem Ende der Welt noch verbliebenen Stein seiner Art, und dass ich dann Nazil neu schmieden und für mein Schicksal, in das ich hineingeboren wurde, für würdig erweisen könnte. Eladan und Elruhir begleiteten mich auf meiner Reise nach Evendim. Und auch Kalenglad war mit dabei. Er hatte meinen Vater gegenüber einen Eid geschworen und erneuerte diesen mir gegenüber, bevor wir aufbrachen. Ein Großteil der Stadt war bei unserer Ankunft bereits im Nulyal-See versunken, und ich verzweifelte an dem Versuch, den Silifa in dem überfluteten Grab zu finden. Doch siehe da, da tauchte die Maid Gwindef vor uns auf und stellte mir eine Aufgabe, durch die ich beweisen sollte, dass ich des Silifas würdig war. Meine Jugend verriet mich, denn obwohl ich bereits die Gestalt eines Mannes hatte, fehlte es mir an Weisheit und Erfahrung, und Gwindef hielt mich für unwürdig. Ich bekam den Silifa an jenem Tag nicht. Als ich vor dem überfluteten Durchgang zu Elendils leerem Grab am Rande von Annumina stand, glaubte ich, es sei richtig, dass Nazil neu geschmiedet würde, und konnte nicht verstehen, warum Gwindef mir den Zugang zum Silifa verweigerte. Heute glaube ich, dass ich es verstehe. Seid gegrüßt. Ah, noch mehr lesen. Okay, viele Jahre sind vergangen, und ich habe Kalenglad seit diesem Tag nicht mehr gesehen. Er ist nicht mit mir gekommen. Er war ganz von Gwindef und dem Nenulial-See entzückt und hat beschlossen, dort zu bleiben. Ich habe ihm angeboten, ihm von seinem Schwur mir gegenüber zu entbinden, aber er lehnte ab und sagte, ihr seid mein Herr und habt Macht über mich, aber ich bitte euch, mir zu erlauben, hier zu bleiben. Ich werde bis zu eurer Rückkehr über die Stadt wachen und den See beschützen. Auf diese Weise werde ich meinen Schwur einhalten. Kalenglad ist seitdem auf Tinudir. Ich würde gern wieder mit ihm sprechen, aber es laufen Vorbereitungen für eine gefährlichere und wichtigere Reise, sogar wichtiger als das Neuschmieden von Nazil. Und ich kann nicht nach Annuminas gehen, aber ihr, mein Freund, könnt Kalenglad eine Nachricht von mir bringen. Sagt ihm, dass wir nun einen Silifa brauchen, wo wir ihn einst nicht brauchten. Bringt diesen Brief zu Kalenglad, Thagador, und denkt daran, dass ihr in meinem Namen handelt. Ihr seid nun Stellvertreter auf Tinudir in Evendim, und wir sprechen mit einer Stimme. Denkt immer daran, dass man Respekt nicht kaufen kann, sondern sich verdienen muss. Unterschätzt das nicht, dann werden wir erleben, wie Anduril aus den Scherben von Nazil geschmiedet wird. Boah, du redest aber viel, so annehmen. Also gut, soll ich jetzt wirklich, gibt's da eine Schnellreise? Also ich meine, die Gebiete sind schön und Reisen ist auch schön, aber jetzt den ganzen Weg so reisen möchte ich natürlich nicht. Ich gucke mal, ob es eine Schnellreise gibt. Der muss ja eigentlich, müsste es ja eigentlich geben, irgendwo zumindest nach Bre oder so. Doch nach Bre gibt es eine Schnellreise und dann nach Tinudir? Keine Ahnung. Der ist doch da, ne? Ich gucke nur mal auf die Karte. Ja. Okay. Ist richtig. Gut. Hat sich nicht irgendwo jetzt bewegt oder so, dass wir da, ne? Ansonsten muss ich nur mit Ella dann sprechen. In Torenhat. Das müsste ich eigentlich auch machen. Schwierig. Warte mal, Logbuch. Das könnte ich machen, ja. Aber nach Torenhat kann ich ja hier auch reisen mit dem Pferd einfach. Wenn ich denn den Weg zu Dings zum Stallmeister hier finde. Hier. So, dann bräuchte ich mich nicht mit den Monstern da rumkloppen. Light of Moria. Warum englische Gildennamen? Na egal. Wie kann ich euch zu Dienst sein? So, okay. Hier könnten wir reisen übrigens nach Esteldin und nach Torenhat und nach Eregion und Forochel. Hier können wir noch nicht hinreisen. Nee, das geht alles nicht. Esteldin, aber okay, nach Esteldin könnten wir da reisen. Aber wollen wir nicht. Wir wollen nach Dings. Feste Groove geht auch. Okay.
Wieso ist denn das? Ach so, die Stufe fehlt. Okay. Das ist ganz komisch. Das Blaue ist freigeschaltet und das Grün-Gelbe irgendwie nicht. Ganz komisch. So, wo ist denn hier? Hä? Ah. Wo ist denn das schon wieder? Feste Guruf, Ettenöden? Nee. Trollhöhen. Ach, da, Thorenhat. So, endlich gefunden. Okay. Jetzt sitzen wir mal auf einem anderen Pferd. Sieht jetzt nicht anmutig aus, irgendwie für so einen Elben, irgendwie. Weiß ich nicht, sieht das Pferd irgendwie so standardmäßig aus. Aber Mühe haben sie sich gegeben eigentlich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Doch, ja. Geht. So, okay, was gibt's noch zu erzählen? Habe ich schon erwähnt, wie schön die Trollhöhen sind. Und wie schön Bruchtal ist vor allem. Das ist doch einfach unglaublich. Hier auch Bäume ohne Ende. Ach, schön einfach. Total waldverherrlichend, dieses Spiel. Ach ja. So, Hirsche gibt's hier, Kaninchen. Und Bruchtal. Die Stadt meiner Jugend. Damals, als ich noch jung war. Gott, ich bin erst 19, aber egal. Also im Spiel, meine ich jetzt. Also im Spiel bin ich schon älter, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber im RL bin ich erst 19. Da fühle ich mich auch schon so alt. Das ist echt schrecklich. Weißt du, unter 18 fühlst du dich total jung und so ab 19 fühlst du dich irgendwie total alt. Und ich werde ja dieses Jahr noch 20. Och, du Scheiße, ey. Dann bin ich bald ein alter Sack. Ja. Na egal. So. Wir schauen zurück auf ein wunderschönes Bruchtal, in dem noch alles friedlich ist. Noch. Aber bald nicht mehr, oder? Wer weiß das schon? So, reitet eigentlich dieses Pferd schneller als meins? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube aber schon. So, hier sieht man schon wieder gar nichts, weil es so vernebelt ist. Nee, siehst du gar nichts, leider. Tor von Imladris. Ich muss echt nur mal einen Schluck trinken hier. Während ihr mal die wunderschöne Landschaft bewundern könnt, trinke ich mal einen Schluck. So. Dass ich da auch einfach durch den Baum durchreite, ja. Einfach durch den Ast durch. So genial einfach. Also eben gerade jetzt, meine ich. So, oder habe ich mich da verguckt? Ach, ich weiß es nicht. So. Indigo-Pflanze ist hier. Brauche ich aber nicht. Was ist eigentlich hier? Versammlungshuhn? Keine Ahnung. Müsste ja eine Instanz da sein, irgendwie. So, hier sehen wir wieder nichts. Das ist die Sichtweite. Ich müsste eigentlich. Ich würde die gern viel, viel höher stellen. Ich habe jetzt eine neue Grafikkarte, aber ich kann ja mal gucken halt. Optionen, Grafik. Vielleicht kann man ja was. Ultra hoch. Ne, da wird es nicht mehr geben, ne? Nee. Ultra hoch ist wirklich sehr hoch. Da ist auch nicht mehr, leider. Atmosphärische Details. Interaktives Wasser auch sehr hoch. Also auch hoch. Texturenfilter. Ja, wir haben es auf sehr hoch, leider. Mehr kann ich nicht machen. Ne, da auch ultra hoch. Punktschatten? Wieso Punktschatten? Warte mal. Hä? Ich mache mal die Punktschatten aus. Und jetzt? Halt, warte mal. Irgendwie ein bisschen ruckeln tut das hier, wenn man so seitlich guckt. Ganz komisch. Obwohl es eigentlich 60 FPS sind. Wieso drücke ich jetzt E? Keine Ahnung. Das kommt von Minecraft. Ich wollte S drücken. So. Ruinenfurt sind wir jetzt schon wieder. Ganz toll. So. Optionen nochmal. Warte. Also, Punktschatten haben wir mal ausgemacht. Hier ist.
Okay. Punktschatten werden für Charaktere gerendert, wenn detaillierte Schatten nicht zur Verfügung stehen. Warte mal, soll ich das jetzt aktivieren oder nicht? Hä, die Performance kann gesteigert werden, wenn diese Option deaktiviert wird? Also wenn die... Hä? Ich mach das mal wieder an, so. Stance-Schatten und sehr ultra hoch. Umgebungsverdeckung auch sehr hoch hier. Post-Processing-Effekte, es ist alles auf Maximum leider. Lumintensität bringt nichts, das hochzustellen, das sieht nur anders aus. Nicht wirklich besser. 3D-Objektporträts. Wenn ich die ausmache, sieht es nur noch so aus. Das ist natürlich scheiße. So. Was man alles umstellen kann, ist ja unglaublich. Bildschirmfrequenz, dreifach, Puffer. Der wird dabei auch mehr Grafikspeicher benötigt. Okay, ich habe 6 GB Grafikspeicher, von daher ist das auch egal. So, annehmen. Viel verändert habe ich ja nicht. Also wir haben wirklich alles auf Ultra. Weil es lief auch schon mit der GTX 560 Ti, lief das schon größtenteils mit 60 FPS. Oh, was ist das denn gerade gewesen? Ein Frame-Einbruch, oh mein Gott. Wie schrecklich. Na, okay. Gibt Schlimmeres. So. Na gut. Also auf jeden Fall sieht das Spiel sehr schön aus. Kann man einfach nicht anders sagen. So, wir sind angekommen in Torenhat. Juhu. Und können dort reden mit... Mit der nicht. Okay, was haben wir denn noch? Mit Ella dann können wir reden. Das war, glaube ich... Ah. Ach ja, ich laufe ja automatisch hin und interagiere mit ihm. So, wo sind Pferd und Reiter? Buch 4, Kapitel 1. Mein Vater hat euch geschickt, um uns zu helfen. Es ist gut, dass ihr gekommen seid, denn wir haben eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Es scheint, als ob der fehlende Reiter sich immer noch in der Wildnis der Trollhöhen aufhält. Ach du Scheiße. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich? Ach, wieder Gefährtengruppe, aber ich kann ja natürlich wieder Solo machen. So, schon kurz nachdem Frodo Beutlin und seine Gefährten nach Bruchtal gekommen sind, hat mein Vater uns ausgesandt, um Spuren der Nazgul, der neuen Reiter des Feindes, zu suchen. Wir haben flussabwärts 8 Pferdekadaver gefunden, aber vom letzten keine Spur. Wir haben weitergesucht, aber nichts gefunden. Wir sind quer durchs Land nach Süden gegangen, konnten aber immer noch keine Spur des fliehenden Reiters finden. Erst auf dem Rückweg sind wir auf etwas gestoßen. Hufspuren in den südlichen Trollhöhen, weit südlich der Straße. In der Gegend dort gibt es viele enge Täler. Vielleicht hält sich der Nazgul dort verborgen, geschützt vor spähenden Augen und wartet darauf anzugreifen. Haltet euch weit südlich von der Straße der südlichen Trollhöhen und sucht den fehlenden Reiter Thagador. Die Ruinen in diesen engen Durchgängen haben einen schlechten Ruf. Minas Agor wurde der Ort einst genannt. Und es kann sein, dass der Nazgul ihn genau deshalb ausgewählt hat. Diese Aufgabe sollte in einer Gruppe bewältigt werden, kann aber auch solo versucht werden. Der Stein, den ihr bei der Vergabe der Aufgabe erhaltet, kann für eine kurzfristige Stärkung genutzt werden, die es euch ermöglicht, die Vorteile der Inspiration zu genießen, solange ihr euch in einer Gefährtengruppe befindet, die kleiner als 5 ist. Okay, nehmen wir mal an und machen wir einfach, oder? Weiß ich nicht. Das war für Gefährtengruppe, sowieso. Das kann man nicht alleine machen, ne? Nee. Okay, dann... Was muss ich denn noch machen? Aragorns Brief überbringen machen wir, glaube ich, später, oder? Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts, ne? Wo ist denn das? Das für Level eigentlich... Welches Level ist es denn? Hat Epos. Level 38 und wir sind 36. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich würde eigentlich gerne diese Quest hier machen mit Kalengblad und Tenudir und generell mal wieder nach Evendim. Da war es ja auch sehr schön. Okay, warte mal. Wo habe ich denn eigentlich... Wo ist denn das hier? Gnadenschuss? Wieso ist denn das nochmal da? Warte mal. Wie entsperre ich das nochmal? War das nicht Alt plus F? Ah, okay.
Der kann da weg.